Richtig einen reintrinken, oder? Digga, du hebst gerade das ganze Gerät hoch. Spinnst du, Alter? Willst du uns irgendwas sagen? Gym Action mit Sascha lieben wir. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen eingepackt. Ich war wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr im Gym. Ich habe keine Ahnung. Nummer 9. Ich war wirklich schon sehr, sehr lange nicht im Gym. Ich habe keine Ahnung, ob das alles wirklich passt. Ich bin voll auf und ich brauche Hilfe. Aber ich bin heute mit meinem Fitnesstrainer da. Mit dir. Check deine Form. Oha, weiß Ayla Bescheid, dass du schwanger bist. Baby. Carbonat-Errol. Ich schwör's es an meine Schwester, aus der vor 2 Wochen Kind bekommen. Also Halbschwester. Glückwunsch, Mann. Du bist Halbonkel, oder? Christus hat eine Nebenrolle gehabt bei den Yuri Boykern. Warm-up. Was hast du eigentlich für lange Gräten? Tschüss, Gigazelle. Grüße gehen raus an Tim Gabel und an meine Rotatoren. Ich glaube, selbst die 15 Kilo, ich werde es einfach nicht mehr packen. Digga, Spring, du reißt Wände ein. Bro, ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr im Fitness. Ich sag mal so, neues Jahr, neue Vorsätze. Spendi? Wenn du willst, dass diese Szene noch mehr geskriptet rüberkommt, dann wach jetzt mal auf und tu so. Vayamos, Kompanie! Es kommt frei. Wir gehen natürlich heute auf Maximalgewicht, auf mein Bankdrücken. Sascha bereitet sich auch gerade mental und körpertal vor. Man sieht schon den Gesichtsausdruck. Es wird ernst. Kannst du bitte nicht mein Gehirn reinfilmen? Und hier, meine Damen und Herren, sehen wir jetzt Vorbereitung für den Amazonas-Trip. Jens, zieh dich warm an. Also Jungs, sind wir hier im Schulunterricht oder? Dafür gibt's 10 Strafrunden. Okay. Sportklamotten vergessen. Okay. 10 jetzt, komm, schneller. Ich zeig dir eins. Die sind mehr Straße als wir. Ja, das ist wirklich einfach wie damals im Sportunterricht. Und dann gab's... Wenn du wusstest, Kuhprotest kommt. Oh ja, immer mit Absicht alles liegen lassen. Ja. Aber wo waren wir immer dabei? Bundesjugendspiele, kanntest du die noch? Natürlich. Da war ich immer am Start. Ehrenurkunde. Spaß, Mann, ich hatte Dinger, Teilnehmerurkunde durfte ich am Sekretariat abholen. Also jetzt mal ganz kurz, for real. Mein Körper durchlebt gerade ganz andere Dimensionen. Mein Körper kennt das Ganze hier gar nicht mehr. Und es kennt auch gar nicht das Gefühl, wie es ist, wenn Blut durch die Muskulatur durchfließt, was sich auch Pump nennt. Es kennt es einfach nicht mehr. Die Übung ist für besseres Aim in Valorant. Okay. Damit dein Rücken nicht so wehtut. Aber mein Rücken ist trotzdem orange. Leute, die Vorbereitung für den nächsten Mykonos-Urlaub laufen. Nico, Ron, wo seid ihr? Und, wie findest du Training bis jetzt? Ich find's gut. Ich hab's Gerät kaputt gemacht. Digga, du hebst gerade das ganze Gerät hoch. Spinnst du, Alter? Du hast recht. Es ist zu wenig Gewicht. Der Junge, der verzerrt sich gleich wieder. Bleib ruhig, Buddy. Hier sehen wir Sascha, wie er Trizeps trainiert, da er nämlich in den Amazonas den einen oder anderen Alligator besiedeln muss. Jens, was sind eigentlich deine Vorbereitungen? Was für Vorbereitung? Mindset ist wichtig. Das jetzt ist die Vorbereitung für den Kampf mit den Affen auf den Bäumen. Ich trainiere gerade ganz normal Bizeps. Training war gut? Ja. Die Strafrunden auch? Ja, anstrengend. Das nächste Mal aber mit Sportklamotten, ja? Guck mal hier. Das ist natürlich sehr gute Sportklamotte. Wir sind durch mit dem Training. Sascha? Ja, besser. Jetzt erstmal eine rauchen, oder? Locker 3 Zigaretten haben wir jetzt verdient. Das ist es. Es ist natürlich ganz wichtig, dass ich überall ein bisschen Content absnitche und Leute während der Arbeit störe. Das geht. Ich bin 23:40 Uhr. Erstmal Staubsaugen. Bevor mit Hausschuhen nach mir geworfen wird. Mama kommt bald noch. Was? Isa? Willst du uns irgendwas sagen? Das ist nicht mein. Isa? Tomate? Wirst du gerade rot? Bruder, hier ist nichts mehr im Gleichgewicht, glaub mir. Hier ist gar nichts mehr im Gleichgewicht. Ganz dringend Hilfe auf. Also Digga, langsam mache ich mir echt Sorgen. Dann bekommt er sowas geschenkt? Das ist eine Lampe. Auch ein Ding. Ich wollte jetzt schon mein Brot essen, aber jetzt sind wir hier direkt wieder gefilmt. Ohne Vorwarnung, ja. Ich freue mich unglaublich, dass du hier bist. Ich mache mir nichts, keine Sorge.
Du kannst dein Brot schön selber machen, doch. So kenne ich Kevin. Ich habe rausgefunden mit 24 Jahren, dass man hingehen kann und beim Bäcker ein halbes Brot bestellen kann, anstatt ein ganzes, weil das schaffe ich nicht. Und man kann sogar in Scheiben schneiden lassen, als ob ihr das wusstet, Digga. Niemals wusstet ihr das. Ich habe das mit 8 Jahren schon. Ja, das war so ein Bull. Wir hatten früher, okay, weirder Alman Flex, wir hatten so eine Brotschneidemaschine zu Hause. Oh, und dann. Oh mein Gott, sorry, Digga. Sorry, ich hab schon gesehen. I8 vor der Tür. Ja. Ob die Leute hier ein leichtes Sexproblem haben, das will ich bezweifeln. Also wenn es ein Urgestein auf YouTube gibt, dann ist es wirklich Dima. Er da. Wie beide zusammen. Die Außenseite. Die Außenseite. Au! Oh mein Gott. Mein Finger geklemmt. Ich will ja nichts Dreckiges sagen, aber möchtest du dirty? Gut, das war Stichpunkt. Zeit zu gehen und Zeit zum Duschen. Jungs, macht's gut, ja? Hast du Bock, das gleich zu spielen? Was ist das denn? Ein Escape Room. Nein. Nee. Ja, ja. Und, aber wie machst du das alles? Programmieren. Gut, da bin ich komplett raus. Ey, das Problem ist bei mir mit VR, ich kann das nicht. Ich hab so eine normale bist Oculus. Du motion sick? Ja. Wirst du hier nicht? Sicher. 100%. Oh, crazy, Bro. Das ist next level, Mann. Marius? Ja? Du hast dir Angst. Oh mein Gott. Warum bewegt sich der Raum? Ach so, geh weiter zurück. Ach so. Wie soll das funktionieren? Ich bin viel zu dick, viel zu groß. Aber ich muss schon sagen, Digga, du bist wirklich sehr spät. War ausgemacht, 13 Uhr. Wir haben mittlerweile 2:30, aber wenn ich sehe, du hast ja auch immer noch deine Pyjama-Hose an. Ja, Bruder, ich bin heute im entspannten Look gekommen. Entspannten Look? Ja, ich dachte so, ich komme einfach in Pyjama-Hose, Digga. Sonst wäre ich noch mal eine Viertelstunde zu spät gewesen. Ich habe mir jetzt letztens einen Vlog reingezogen und mir ist eine Sache aufgefallen. Also der Vlog ist kacke? Unter anderem auch, aber mir ist eine Sache aufgefallen und zwar, Digga, du lachst einfach 80% von deinem Vlog. Ich schwör's dir. Weil im Gegensatz zu deinen Videos sind meine lustig. Lach doch nochmal, komm einmal. Nee, kann das nicht forcen. Du kannst es nicht forcen? Nee, ich bin so natürlicher. Ist noch irgendwer hier? Spendi, bist du noch hier? Ich würde eine Kamera angehen hören da gerade. Yo, was? Wuhu! Ach du Scheiße, bin ich gestorben? Ja. Das war's dann wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog auch wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Video und Daumen nach oben da. Schreibt was in den Kommentaren für den Algorithmus. Ihr wisst ja, wie es abläuft. Ja, das letzte Jahr hat crazy geendet. Vielen, vielen Dank für den dicken Support. Ich freue mich auf das Jahr 2022. Auf eine verdammt geile Zeit mit euch zusammen. Bleibt gesund. Kuss. Weiter. Ja, mit Hindernissen. Parcours, Leute.